his coming out was when he was 16 and he won the Shinif International Piano Competition. This is one of the most renowned competitions in the world, till now. Ja? Also er hat mit 16 den Wettbewerb in Genf gewonnen. Und das ist einer der wichtigsten, die es überhaupt bis heute gibt. Das Spezielle war, dass man damals üblicherweise in der ersten Runde hinter einem Vorhang gespielt hat. Ja? Also sozusagen anonym. Usually the participants in the first round had to play, to perform behind a curtain. So nobody knew about him. Is he male, female, how old, how pretty or whatever. No influence. Yeah? And we know that the judges, when the best, I think, 16 participants were invited to go to the second round and now went on stage and they could see who are the winners, they were so much surprised because this was a 16-year-old boy. Also es war völlig, völlig ungewöhnlich, dass in die zweite Runde ein 16-jähriger Knabe gekommen ist, weil normalerweise gewinnen solche Leute, also die müssen mindestens 20 sein oder bis zu 30. Also usually the winners of great important competitions are between 20 when they are very, very young and 30. And they were really startled. Das war eine ganz große Aufregung. Wow, 16 Jahre, wie kann das sein, nicht? And he was the winner, finally. Und er hat den ganzen Wettbewerb gewonnen. Es ist nett zu wissen, dass später eine seiner prominentesten Schülerinnen auch dort gewonnen hat. Das war Martha Argerich. Also Martha Argerich, one of his pupils, won later also the same competition. And one of his most prominent pupils were also Claudio Abbado. And you know, there are a lot of recordings and concerts. They did both together. Claudio Abbado is a conductor. Friedrich Gulder is the soloist. After this outstanding surprise in Geneva, also nach diesem ganz überraschenden Erfolg, hat er sofort eigentlich die Weltkarriere gemacht. Ja? Also ist in den nächsten Jahren schon überall in den großen Konzertsälen bis zur Carnegie Hall aufgetreten. Also in the next years already, he was a superstar worldwide. And later he concentrated, and this was the first of his special fields he was focused on, Beethoven. Also er hat dann sehr bald für sich ein Spezialgebiet entdeckt und das war Beethoven. Und er war damals eigentlich, für viele war er der beste Beethoven-Spieler der Welt. For many people, he was considered to be the best Beethoven interpreter of his time. And he was really special because he created a new style. A new style of interpretations. He was the first renowned interpreter who get rid of this romantic touch, which has been used before to be part of all interpretations of Bach, Mozart, Beethoven, and however. Yes, the kind of interpretations had become very much romantic. And Gulder was one of those who, without any special knowledge, his feeling, it was not knowledge, because knowledge came later through Hanoncourt, Nicolas Hanoncourt. He really was searching for the historic truth of the interpretations. But Gulder, before, had just from his talent and his feeling, brought to the music, especially of Beethoven first, then his second field was Bach, and then Mozart. Exactly these qualities of an interpretation, which is really very much close to the composer's intentions. Das heißt also, Friedrich Gulder hat aus Intuition eigentlich schon diese Dinge gemacht,
die dann später in der nächsten Generation durch Anuncourt und seine Kollegen dann also durch Research, durch wissenschaftliches Suchen und so weiter erkannt worden ist, wir machen ja alles falsch im Romantischen. Wir haben eine falsche romantische Attitüde, wenn wir die Klassik und den Barock spielen. Und wir müssen uns umstellen. Ja? Und das ist das Erstaunliche an Friedrich Gulda. Das hat er alles eigentlich aus einem reinen Spürsinn erkannt und schon umgesetzt. Und dazu möchte ich jetzt gleich eine erste Aufnahme geben. Und zwar das erste starke Gebiet Gulda. Er war der Beethoven-Interpret. We will now hear the finale, the very, very last section of the Hammerklavier Sonate. This is the longest and the most difficult Sonata ever Beethoven has written. Also die schwerste, größte Beethoven-Sonate hat er auch wie ein Weltmeister gespielt. Das war einfach eine Sensation. Und daraus wollen wir jetzt eine Live-Aufnahme hören.